Also ein Kulturparadigma ist Mensch gleich Problem. Das muss weg zu Mensch gleich Plus. Das heißt, die eigentliche Definition ist eine, die dem christlichen Sündertrauma fundamental entgegensteht. Du bist mit deinem Arsch jetzt hier auf der Erde eine Bereicherung. Das zu spüren, ist eine Grundvoraussetzung. Sonst hast du nie ein tief genuges Standing, um zu wissen, wofür lohnt es sich zu gehen und was bin ich in der Lage zu tun. Sonst bist du immer in dem Ding drin, irgendwie, ja, aber keine Ahnung, jetzt hier irgendwie Kerosin sparen oder sonst was. Kannst du alles machen, wirst du auch alles machen. Ist aber jetzt einfach nicht der Punkt, durch den die Sache fett wird. Zweiter Punkt. Du bist kein Individuum, sondern, wie nennen wir es? Einheit, genau. Wir sagen so, alles ist mit allem verbunden und wissen nicht, wie sehr das unsere Hölle ist. Es ist wirklich spürbar. Das heißt, und das ist relativ neu an meiner Arbeit, korrigiere mich, aber ich kenne kaum Körpertherapeuten, die Kollaps als Dissoziation oder taube Schichten oder Bereiche oder Körperstellen körperlich spüren und beschreiben. Ich kenne auch keine Traumatherapeuten, die sich trauen, das so anzugehen, weil die sagen, ja, aber das Bein ist ja, weil wir wurden ja vergewaltigt, deswegen nicht zum Bein spüren, sondern übers Wetter reden und den Menschen den Parasympathikus regulieren. Ich kenne keine Methoden, bis auf die, in der ich halt jetzt hiermit gelandet bin, die das so kombiniert, zu sagen, spür das nicht spüren und das funktioniert. Also, Kollaps als Stein der Weisen, das Nicht-Spüren aufspüren, und die Lösung ist nicht die Information. Also Kultur sagt, Lösung kommt durch Information. Und das halte ich für falsch. Tantrisch gesprochen ist jetzt eine Fußnote, weil ich das fancy finde. Information wäre Bewusstsein oder Shiva. Lösung kommt durch Energie. Das ist Shakti. Und in dem Sinne ist es auf jeden Fall eine weibliche Kraft. Ob das jetzt eine Greta Thunberg ist oder sonst wer, aber es ist Shakti. Es ist nicht Shiva. Das heißt, nehmen wir hier irgendwie die Begriffe, die gut sind. Also Plus, Einheit, nicht spüren, aufspüren und Energie. Die Lösung kommt, also nicht spüren, aufspüren, in das Nichtspüren Energie. Das Nichtspüren als die geballteste Energie der Welt zurückentlassen in die Vibration. Das ist letzten Endes Traumaarbeit. Wenn du das individuell machst, erlebst du eine Mechanik in dir, die du nicht individuell machen kannst, denn du bist kein Individuum. Du machst sie als Einheit. Deshalb halte ich für richtungsweisend, was wir heute zum Beispiel gemacht haben oder im Online-Salon machen oder seit einigen Sequenzen erforschen mit den Shaking Events. Du bist auch kein egoistisches Wesen, was sich erst um seinen eigenen Scheiß kümmert, denn dein Scheiß ist der drüben in Bangladesch oder in Guatemala oder sonst wo passiert. Und es ist physisch spürbar. Der Punkt ist, du spürst das Nicht-Spüren, sozusagen du spürst die Beine, dann spürst du sie nicht. Und dann fangen die Beine an, irgendwas zu machen. Und dann fängst du an so, ist das jetzt, dass ich mir das ausdenke, weil Ilan sagt, die Beine sollen wackeln? Oder? Und dann kommst du auf einen Track, wo deine Instinkte dich nehmen und unter den Worten todsicher führen. Ich weiß nicht, hast du das schon mal erlebt, dass irgendwie so, es gibt dies, du weißt ganz genau, welche Bewegung, du weißt ganz genau, du bleibst auf dem Track, auch wenn du den Pfad nicht sehen kannst. Es ist mitten im Dunkel und du gehst ganz präzise. Das ist, wie deine Instinkte sagen, so, wir nehmen dich jetzt an die Hand, wir führen dich in den Nebel, wir führen dich in den Schatten, wir führen dich ins Trauma, wir führen dich in den Tod und wir führen dich weiter. Das heißt, im Nicht-Spüren, auf was aufgespürt ist, übernehmen deine Instinkte. Und in dem Sinne ist es kein Gerede und kein Eso-Shishi, wir rufen das, was auch immer, kosmische, irgendwie spürst du es auch und alle tun so und niemand spürt es. Es muss physisch ultra klar sein, ruf den Albtraum der verkauften Kinder, ruf den Albtraum der
keine Ahnung, der beschnittenen Mädchen und bring die Energie da rein. Es ist das Gegenteil von dem, es gut haben zu wollen, und es ist das Gegenteil von dem, leiden zu wollen. Es ist in den Kollapsraum rein und den Kollaps rausziehen und die Ladung durchs Nervensystem waschen. Deshalb braucht es unbedingt eine immense Resilienz für immense Energieladungen. Denn auch das, was wir hier gemacht haben, da würde normalerweise, man könnte es einfach nicht machen. Die Leute haben, wenn keine Psychose, zumindest Aggressionsausbrüche, durch die sie eine Gruppe sprengen. Aber das unterschätzt nicht, was du für ein Containment hier mitbringst, dass wir überhaupt so viel machen können, in so einer Dichte. Und wir haben also im Wesentlichen, ich setze mal ein bisschen anders an, aber das sind so ein paar Punkte, glaube ich. Wir haben also die Menschheit als Nervensystem. Wir haben die Menschheit in dieser Kultur, nicht als Grundmensch, aber in dieser Kultur als traumatisiertes Nervensystem. Und ein traumatisiertes Nervensystem hast du auch. Und dieses traumatisierte Nervensystem kann in deiner eigenen Forschung, mit deiner eigenen Heilung die Dynamik erforschen. Die müssen wir skalieren, die müssen wir übertragen. Jetzt ist das Interessante an Traumaheilung, sie funktioniert nicht über den Mind. Sie funktioniert nicht über den Mind. Sie funktioniert nicht über dieses, ja, dein Vater hat dich verdroschen, aber dein Partner ist ja nicht dein Vater. Dadurch musst du vor dem keine Angst haben. Dein Onkel hat dich vergewaltigt, aber es ist ja nicht dein Freund, also hab doch gar keine Angst. Verstehst du, es funktioniert ja nicht über den Mind. Es funktioniert ja über das Bewegen der kritischen Masse. Und ich glaube, eine Sache, die wir falsch machen beim Weltretten, ist, wir versuchen, die kritische Masse, der Zahl der Menschen zu erreichen. Das wird nicht funktionieren. Game over. Es wird nicht funktionieren. Die kritische Masse, die Mehrheit der Leute wird sich bis an ihr Lebensende über die Therapieszene, die Selbstfindungsszene und die ISO-Szene totlachen. Die werden uns nicht mal den kleinen Finger reichen. Das heißt, wir werden es nicht über die kritische Masse der überzeugten Leute schaffen, die jetzt auch in Gemeinschaft ziehen und Radical Heart Sharing machen. Das wird nicht klappen. Wir können aber die kritische Masse der Energie bewegen, weil die kritische Masse der Energie das Unterbewusste ist, die dunkle Materie, der Schatten, der Kollaps und so weiter. Und das hier oben, diese kritische Masse aus Nummern, aus Zahlen, aus 5000, aus 6000, aus 10.000, aus was auch immer, diese kritische Masse hier oben, das ist die Nussschale des Bewusstseins. Deshalb ist es nicht wirklich ein Problem, wie viele Leute deinen YouTube-Kanal haben oder nicht. Du könntest auch Millionen haben und das würde überhaupt nichts bringen. Weil es eine Scheißzahl ist. Bei 7,6 Milliarden können wir drüber reden, ob es was bringt. Aber selbst es gibt unfassbar brillante Leute mit Millionen von Leuten auf YouTube und so weiter. Es funktioniert viel zu wenig, die richtige Information intelligent rauszuballern. Und was die Männer übrigens nicht verstehen, es funktioniert überhaupt nicht, Informationen wissenschaftlich zu beweisen. Wenn sie nicht gekauft werden, werden sie überhört. Es funktioniert nicht. Es ist nicht machbar auf dem Weg der Zahl, der kritischen Masse oder der Information. Das heißt, wie kommen wir an diese Sache ran? Eine Sache ist, du kommst an deinen Kollaps ran, dadurch hast du den Nachteil Point of No Return und dann ist es nicht mehr okay, was hier läuft. Und ein Teil ist tatsächlich, also nicht wirklich, wirklich im Sinne von, es hätte mich je wirklich zurückgehalten, aber es ist eine Frage im Hintergrund und ich glaube, das ist es für mehrere Leute. Will ich dir wünschen, den Kollaps zu knacken oder will ich dir wünschen, du knackst ihn nie? Weil die Kacke ist am Dampfen. Und du hast keine Ahnung, wie schlecht es uns geht. Und ich sage es jetzt nicht zu dir, aber es gibt was von Holla die Waldfee. Das ist wirklich kein Spiel. Es ist halt surreal. Der Tod ist surreal. Es ist surreal. Es ist surreal. Es ist wie eine Krebsdiagnose. Es ist surreal. Und er lacht über deine Pläne. Und das ist krass. Weil nee, wir wollten nur ein bisschen mehr Kraft haben. Ja, die haben wir. Und an der Stelle könnte sein, ich rufe mich jetzt auf zwei Dinge. Das eine ist, es gibt Studien zu Meditation. 5000 Leute meditieren in Washington. Für diese Zeit geht die Kriminalitätsrate in Washington um die Hälfte runter. Das halte ich für signifikant, weil ich Meditation von westlichen Menschen für schwächer halte als Vibration, die den Kollaps mich mitnimmt. Das meiste an Meditation arbeitet oberhalb vom Kollaps. Nehmen wir etwas wie zum Beispiel in der Politik, wird es wird ein immer kleinerer Klüngel
von immer weniger reichen Männern, es sind immer weniger Frauen, also es wird alles nur immer schrecklicher. Und wir brauchen nicht unsere Kraft zu verrauchen für eine andere Frauenquote oder sonst was, sondern wir saugen in dieses Feld, was immer wieder aufgefüllt wird mit neuen Kollaps-Attacken. Wir saugen den Kollaps daraus. Ich glaube, dass das klappt. Ich glaube, dass das klappt. Ich glaube, dass einige wenige Menschen, die ihr Nervensystem in dieses Feld stecken, verstehst du, niemand spürt das noch, wie kollabiert alle sind. Was ist das für eine Hochrechnung? 5 Millionen Leute kollabieren. 5 Frauen sagen, kill mich. Du hast mich nicht in der Hand. Ich sterbe frei. Ich habe schon gewonnen. Das hier ist kein Kampf. Ich habe gewonnen. Ich werde nicht stoppen. Es gibt keinen Grund zu stoppen. Ich kenne alles. Bring it on. Was ist, wenn man dir an der Stelle keine Angst machen kann, weil du jeden Schatten in dir kennst? Was würdest du dann tun, wenn du das Toolset hast, wenn du das Spüren für dein Nichtspüren hast, um diese kollektive Männerscheiße aus dem Kollektiv durch dich durchzuwaschen, bis dein Nervensystem enden möchte? Ich möchte die Politik danach sehen, bevor ich glaube, dass das nichts bringt. Wenn 5000 Leute im Westen meditieren und die Verbrechensrate in der Zeit signifikant sinkt, dann muss dasselbe mit noch weniger Leuten, mit mehr Shakti, mehr bringen. Ich bin davon, man muss mir beweisen, dass es nicht klappt, bevor ich klein beigebe. Ich sehe keinen Grund, warum es so nicht sein sollte. Der zweite Punkt ist, ich erlebe das Internet als ein kollektives Nervensystem und in dem Sinn nicht als eine Abspaltung, sondern als einen Nachbau, also einen sehr behelfsmäßigen Nachbau. Ein bisschen wie so Roboter, sind wie Menschen in dumm. Internet ist wie Nervensystem von Menschen mit Trauma für Anfänger.